Dann hallo und herzlich willkommen bei Klingo Games. Ich bin Kirk und wir gucken uns heute mal die Notruf 112, die Feuerwehrsimulation 2 an, beziehungsweise den Showroom, den es dort jetzt neuerdings für gibt, indem man sich immerhin die Fahrzeuge schon mal angucken kann. Und wenn man sich das hier anguckt, sieht man auf jeden Fall, dass anscheinend der Entwickler auf dem richtigen Weg ist. Ich kann auch mal hier das Licht anschalten zum Beispiel. Weiß jetzt nicht, ob man hier auch auf Nacht stellen kann. Nö, anscheinend nicht. Das wäre vielleicht noch ganz angenehm. Das Blaulicht dazu. Und hier haben wir halt den ELW. Gab es ja so auch schon im ersten Teil. Und wir können hier auch schon die Türen aufmachen. Und mal reinlinsen. Es ist ja hier hinten, hat sich nicht allzu viel geändert. Hier vorne, gut, die Details sind eindeutig besser. Und hinten, also ein Armschutzgerät ist drin mit einer Reserveflasche. Hier scheint so in diesem Bereich, dass da Feuerlöscher hinkommen und hier kommt wahrscheinlich auch noch Zeug hin. Ich könnte mir vorstellen, Absperrmaterial hier oben, das sieht aus wie, ich muss jetzt mal mit der Steuerung klarkommen, das ist ein bisschen merkwürdig. Also das hier oben sieht aus wie ein Ladegerät, wahrscheinlich für so eine Leuchte oder irgendwas in die Richtung. Ja. Und hier hinten haben wir halt den Arbeitsbereich des ELWs, Funkgeräte, Computer und vorne den Fahrtbereich quasi. Ja, das Ganze sieht ganz schön eigentlich aus. Ich finde auch ein bisschen detaillierter als im Vorgänger. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns doch nochmal das nächste Fahrzeug an, und zwar das LF 24. Wie komme ich auf 22? Auch hier sieht, finde ich, schon etwas besser aus als im Vorgänger. Zumindest meine Meinung so auf den ersten Blick. Zum HLF. Wir schalten auch hier mal das Licht an. Gut, das Licht ohne Blaulicht ist ein bisschen unspektakulär, aber ich muss sagen, ja, die Steuerung ist ein bisschen merkwürdig. Das Blaulicht hat auf jeden Fall was. Auch hinten. Ja, da, auf dem Lichtmast ist das Blaulicht anscheinend noch nicht animiert. Aber hier, wenn man nahe genug rangeht und einen Moment hinguckt. Gut, hier ist es jetzt gerade nicht so extrem, aber hier vorne war es ja. Man sieht jede einzelne LED. Das ist schon ganz, ganz schick eigentlich. Auch hier können wir einmal alles aufklappen. Hier oben scheint noch nichts drin zu sein, aber das muss man auch noch nicht erwarten. Und ich habe das Gefühl, also wenn ich mir hier diesen Bereich von dem Fahrzeug angucke, ist das Ganze auf jeden Fall detaillierter als im Vorgänger. Hier, das waren ja teilweise irgendwie gefühlt im Vorgänger nur Bilder, im Großen und Ganzen. Hier das Hygieneboard, was man ja auch schon aus dem Vorgänger kennt, die Schnellangriffsanrichtung. Es ist jetzt noch kein Material drin, hier werden dann wahrscheinlich wieder die Feuerlöscher stehen. Ja, hier hinten Reserveflaschen für den Druckluftatmer oder beziehungsweise für vielleicht auch für die Hebekissen. Das weiß ich jetzt nicht genau, wie das hier aufgeteilt ist. Hier der hydraulische Rettungsrüstsatz. Und genau, hier ist der Spreizer. Wo ist die Schere? Der Spreizer ist da, die Schere sehe ich jetzt nicht. Vielleicht liegt die auch gleich drauf. Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen, wenn der Spreizer da oben ist. Ja, dann gehen wir mal hin zum Pumpenbedienstand. Auch hier habe ich den Eindruck, dass das Ganze etwas detaillierter ist, auch das Funkgerät. Ich meine, hier könnten noch Zahlen drauf und ein bisschen, das würde nicht schaden. Ja, zu der Pumpe. Ich bin mal gespannt, ob man hier hinten groß was machen kann, dann später als Maschinist. Hier haben wir dann die Staufächer für Schläuche, Schlauchtragekörbe, Strahlrohre und so weiter und so fort. Ist noch nichts drin. Hier hinten, ja, die Pressluftatmer sind immerhin da. Ansonsten wird dieses Gerätefach wahrscheinlich relativ unspektakulär sein und nicht groß was drin sein. Ja, hier hinten dann wahrscheinlich technische Hilfeleistung, das Material, vielleicht eine Säge. Mal sehen, was da reinkommt. Auf jeden Fall finde ich das Fahrzeug hat etwas dazu gewonnen, auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass man zum Beispiel die Texturen hier
von diesem Blech noch etwas schöner hinbekommen würde. Das ist ja auch erstmal nur ein Schwung. Jetzt gucken wir erstmal hier in den Bereich hier. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich jetzt, finde ich, in diesem Bereich nicht ganz so viel verändert. Ja, der Fußboden hat hier diese Noppentextur, glaube ich, dazu bekommen. Aber ansonsten hat sich hier nicht groß was geändert. Ich kann ja mal die Türen zumachen. Dann sehen wir die von drinnen. Ich glaube, hier die Textur, dass die da drauf gekommen ist, ist auch neu, aber ansonsten ist es hier hinten relativ unspektakulär. Und dann gucken wir uns mal den Fahrerplatz an. Hier oben sind ja die Knöpfe, an denen man dann später das Blaulicht, Heckblaulicht, Martinshorn, Wechselstadt, Land könnte das hier wahrscheinlich sein, Einsatzstelle anschalten kann. Und das hier vorne, muss ich ehrlich sagen, habe ich den Eindruck, dass das Ganze etwas detaillierter ist. Hier die Funkgeräte sehen, glaube ich, auch etwas besser aus. Hier sind sogar Texturen drauf. Ich weiß nicht, ob die hinten draußen dort einfach noch nicht zu sehen sind. Und da habe ich die falsche Taste gedrückt. Aber auch hier dieses Gerät. Ich habe den Eindruck, dass das alles etwas detaillierter ist. Es könnte allerdings, wenn man nah genug rangeht, auch noch ein bisschen detaillierter vertragen. Aber gut. Ja. Das zu dem LF. Dann nehmen wir uns jetzt das TLF. Dieses verfügt natürlich über Licht, auch in der Farbe Blau. Hier muss ich sagen, das Fahrzeug, ich kann nicht ganz festmachen, wo ich meine, außer natürlich den Werfer oben drauf, der neu ist, dass das Fahrzeug außen irgendwie besser aussieht, aber ich habe das Gefühl, es sieht besser aus als das im Vorgänger. Machen wir auch mal die Klappen auf, nehmen wir als erstes dieses Gerätefach. Das hier dürfte wieder ein Dingens für Feuerlöscher sein. Hier dürfte wahrscheinlich später ein Stromaggregat drin sein. Hier haben wir, ist das richtig, Kettensäge? Ne, Helm. Da liegen wahrscheinlich später Kettensägen mit drin. Dann haben wir hier hinten die Schnellangriffseinrichtung, die wir ja schon aus dem ersten Teil kennen. An der Schlauch allerdings noch nicht angeschlossen ist. Das sollte man vielleicht auch noch machen. Könnte nicht schaden. So eine Schnellangriffseinrichtung ist ja Schnellangriffseinrichtung, weil es einen Schlauch dabei hat. Dann haben wir hier hinten nochmal so einen Schubfach für Feuerlöscher, so wie es aussieht. Und hier weiß ich gar nicht, was da dran war im Original. Also im ersten Teil. Unten auch wieder ein Staufach, wo wahrscheinlich ein Schnellangriffsteiler drin ist. Hier für die Abendschutzüberwachung. Das könnte man eventuell auch bei dem LF20 einbauen, liebe Entwickler, falls ihr das Video sehen solltet. Ich glaube zwar nicht, dass ihr sehen, aber auch hier der Pumpenbedienstand. Ich hoffe, dass man hier auch irgendwie Sachen machen muss. Wasserdruck und Tank im Auge behalten und hast du nicht gesehen. Dann hier das nächste Gerätefach, auch hier wieder Schlauchfächer. Hier werden wahrscheinlich Schlauchkörbe drin stehen. Hier hinten dann das vordere Gerätefach mit bisschen technische Hilfeleistungsmaterial, Stromerzeugung und natürlich zwei Pressluftatmen. Dann gehen wir mal, bevor wir ins Fahrzeuginnere gehen, oben hin. Weil die Fahrzeuge werden ja alle oben begehbar sein, tatsächlich. Hier wird wahrscheinlich ein Bindemittel wie beim LF auch drin sein. Und dann der Werfer, der soll sogar benutzbar sein. Das heißt, wir können mit dem Dachmonitor löschen, was ich mir auch ganz spektakulär vorstelle. Aber ich werde mir das Spiel sowieso erst kaufen, wenn es ein bisschen draußen ist und ich es mir angucken konnte. Auf YouTube zum Beispiel. Weil Notruf 112 Teil 1 hat mir doch so ein bisschen das Vertrauen genommen. Hier auch wieder das Bedienfeld auf beiden Seiten, genauso wie beim LF auch. Bedienbar von beiden. Und das Fahrzeuginnere ist wie auch beim Teil 1 dem LF nicht wirklich unähnlich, bis auf dass es halt keine Gruppenkabine hat. Und nur eine Truppesatzung. So, dann gehen wir zum nächsten Fahrzeug. Das ist die DLK. Warum kann ich DLK nicht aussprechen? Steht für Drehleiterkorb, für alle, die es nicht wissen. Wir machen auch hier mal die Beleuchtung an. Gucken wir uns das mal an. Hinten haben wir Rücklichter. Ich meine, ja gut, das Licht ist jetzt nicht ganz so spektakulär. Die Drehleiter ist allerdings angenehm anzugucken. Hier auch Blaulicht, sehr schön. Auch die Reflexion. Auch wenn ich mich frage, wo zum Beispiel... Ach, das sind hier nochmal extra... Hier sind extra Lichter. Ah, hier hinten... Blaulichtreflexion im Leiterpark, sehr schön. Hier hinten diese Blaulichter finde ich auch sehr schön. Dieses rote Rücklicht, ich weiß nicht, ob das so Standard ist.
dann würde ich sagen, machen wir auch hier mal die Gerätefächer auf und gucken uns als erstes an, was auf dem Leiterpark steht. Dann haben wir hier den Generator, den Bedienstand. Auch hier, ich denke, die Texturen gerade so, die man hier so sieht, wenn man hier sitzt in der Ego-Perspektive, die sollte man eventuell vielleicht nochmal ein bisschen verbessern. Ich habe das noch gemacht. Hier hinten ist, sieht nach Sprungretter aus. Keine Ahnung, ob man ihn benutzen kann. Hier hauptsächlich Deko, würde ich sagen. Vielleicht ist hier was drin, was man benutzen kann. Dann gehen wir zum vorderen Gerätefach. Da haben wir eine Schleifkorbtrage und ansonsten mehr Deko als alles andere. Sieht zumindest so aus. Fliegt hier einmal durch auf die andere Seite. Hier befinden sich die Pressluftatmer. Auch wenn die Anbringung hier, aber ich weiß, ist dem echten Fahrzeug nachempfunden, so zumindest merkwürdig aussieht, weil um dieses Gerät aufzusetzen, müsste man sich auf die Stütze stellen, setzen. Das sieht unpraktisch aus. Ich weiß nicht, ob das in echt auch so ist, weil, ja, man kann das vielleicht so anbringen, aber es wird ein bisschen ungünstig. Zumal es hier durch die, durchs Fahrzeug durch die geht, wenn man die Klappe aufmacht. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so originalgetreu ist. Da will ich dem Entwickler auch nichts groß rein, also keine Vorwürfe machen. Das kann man definitiv so machen, das stört sicherlich auch nicht. Vielleicht sollte man aber doch noch mal ein bisschen nacharbeiten. Hier haben wir Schlauchfächer, Material. Hier vorne wird auch irgendwas drin sein, wahrscheinlich Feuerlöscher. Ja, und dann natürlich hier sehr schön die neue Drehleiter, mit dem man vorne absenken kann. Ist ganz schön. Ich finde auch den Korb sehr detailliert ausgestaltet hier. Auch wenn die Texturen auf so nahe Betrachtung derzeit noch etwas. Also hier die Knöpfe, die sind sehr schön. Der Knopf und also der und der Knopf, die sind sehr schön. Das hier, muss ich sagen, sehr notaus und die anderen Texturen hier sind etwas mau. Auf der anderen Seite haben wir hier oben das Strahlrohr mit einem kurzen Schlauch, wo man dann wahrscheinlich hier oben irgendwo anschließen kann. Hier, ich habe doch irgendwo gesehen. Ah, hier ist ein. Was ist das denn? Ja, hier ist ein Anschluss. Oh. Da kann man wahrscheinlich erst den Schlauch anschließen und von hier oben aus dem Korb aus löschen. Sehr schön auch hier die Klappeinrichtungen, die jetzt hier hochgeklappt sind. Ich hoffe auch, dass man hier diese kleine Leiter ausklappen kann und dann zum Beispiel aufs Dach gehen kann. Ja. Muss man mal sehen, was es da so gibt. Hier aber auch die Licht Dingens, kann man vielleicht die Drehleiter auch zum Ausleuchten benutzen. Dass man die Lichter anstellt und das Ding einfach hochfährt. Und hier vorne der Fahrgastraum, also der Fahrraum, ist mit dem TLF identisch und mit dem LF größtenteils identisch. Muss ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Gehen wir uns zum nächsten Fahrzeug. Das ist das KEF, KEF, Klein Einsatzfahrzeug. Dieses Fahrzeug ist vom Fahrzeugmodell eindeutig bauklar, also bauähnlich mit dem ELW, der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr. Soweit ich weiß, ist dieses Fahrzeug bei Notruf 2 gleich direkt drin. Es war ja beim ersten Teil ein DLC-Fahrzeug, welches ich nie besessen habe, weil ich es nicht eingesehen habe, in dieses unfertige Spiel noch Geld zu investieren. Hier haben wir dann halt, wie gehabt, die Beleuchtung, nichts Spektakuläres. Blaulicht, dem ELW nicht ganz unähnlich. Ja, das dazu, würde ich sagen, Türen auf. Wie wir hier vorne sind, der Fahrbereich ist dem ELW auch ziemlich ähnlich. Wenn ich glaube, dass die Texturen hier unten auf dem Boden definitiv etwas besser sein könnten. Auch hier dieses Radio. Gut, hier oben ist die Farbe anders als im ELW, glaube ich. Die Farbe hier gefällt mir jetzt mal so überhaupt nicht. Auf der Seite haben wir ein Gerätefach, welches sich öffnen lässt, wo wahrscheinlich, keine Ahnung, Geräte drin sind, die man zwar braucht, wo man aber nicht das große, ganz große Gepäckstück für braucht. Dann haben wir hier hinten einen anscheinend begehbaren Bereich mit Werkzeugen. Hier sind Akkuladegeräte, so wie es aussieht. Auch hier können natürlich die Texturen eine kleine, oder das Modell vielleicht eine kleine Überarbeitung vertragen. Dasselbe gilt hier auch. Hier unten wird dann wahrscheinlich eine Kettensäge drin sein bei dem Helm.
Auch der Helm könnte definitiv hier, ja. Hier unten, achso, das Rad. Radkasten, hier wird wahrscheinlich Feuerlöscher stehen später. Sieht so aus, als könnte hier eine größere stehen, vielleicht ein CO2-Löscher. Ja, hier wird wahrscheinlich Material drin sein. Was genau und wo genau, kann ich natürlich nicht sagen. Kenne ich das Fahrzeug auch in echt nicht genug für. Hier, Funkgerät. Also da muss ich sagen, das kann definitiv noch eine Überarbeitung vertragen. Auch hier diese Textur, also das ist ja... Wenn das so bleibt, dann, ja, Prost Mahlzeit. Und das Fahrzeug verfügt über einen Pressluftatmer, so also wie es aussieht. Ja, und dann kommen wir jetzt noch zu einem Fahrzeug, welches mir durchaus gefällt. Jeder, der die RTWs aus dem ersten Teil kennt, die sahen ja wirklich absolut schrecklich aus. Da muss ich sagen, da haben sie deutlich zugewonnen. Der RTW, der sieht von außen super aus. Ich schalte auch hier die Beleuchtung und das Blaulicht mal an. Das Blaulicht auch sehr schön. Hier schön das Blaulicht an der Seite. Hier oben noch welches. Da diese Konturen sind sehr schön. Hinten auch hier oben Blaulicht. Ich meine, das finde ich zwar ziemlich dezent, dieses Blaulicht oben. Das ist absicherungsmäßig nach hinten. Ich weiß nicht, wie das in echt ist bei dem Fahrzeug, wie hell das Fahrzeug ist da an der Stelle. Aber ich denke, das ist nach Absicherung nach hinten schon ziemlich mau. Was aber jetzt kein Vorwurf gegen die Entwickler ist, sondern das ist halt wahrscheinlich das echte Fahrzeug so bedingt. Und reißen wir mal die Türen auf. Gucken wir uns als erstes diese beiden Staufächer hier an der Seite an. Wenn wir davon ausgehen, dass alles, was bei dem LF nicht drin war, rausnehmbar ist, dann sehe ich hier ziemlich düster für den Rettungsdienst. Zumindest in der Version des Spiels, dass man hier noch nicht viel benutzen kann. Was so, glaube ich, auch angekündigt ist, dass man hier nicht eigentlich im Prinzip nicht viel machen kann. Hier habt man einen Tragestuhl, ein bisschen Materialien. Hier vorne Notfallrucksack und Materialien. Ja, das wird man wahrscheinlich alles nicht benutzen können. Dann hier vorne die Trage, die scheint man rausnehmen zu können, wenn das Prinzip ist, nachdem die Entwickler vorgegangen sind. Alles, was nicht drin ist, kann man rausnehmen. Vielleicht hier noch EKG und Co. Ja. Das dazu zu dem Fahrzeug. Das Fahrzeug an sich finde ich sehr schön. Auch von dem Modell und alles. Die Sitze sind schön. Hier oben, die Texturen hätten natürlich noch ein bisschen, also die könnten besser sein. Selbiges gilt hier für diese Hinweisschilder. Wenn man da rangeht, dann ja. Aber ansonsten von außen ist dieses Fahrzeug absolut. Also es ist gegen den RTW aus dem ersten Teil deutlich hinzugewinnen. Auch wenn ich mich frage, wo genau hier oben zum Beispiel die Blaulichtreflexion herkommt. Aber vielleicht wird das ja noch bearbeitet. Der Fahrbereich vorne sieht auch ein bisschen anders aus als in den Fahrzeugen, die wir bisher gehabt haben. Ich kann die Türen ja auch mal schließen. Sieht das Ganze so aus. Und dann gucken wir mal hinten rein, wenn die Türen geschlossen sind. Ja, okay. Ah, ja, sieht ganz gut aus. Sieht aus wie ein RTW. Ich mach die Tür nochmal kurz auf. Was mir gefällt, ist auf jeden Fall hier diese Warnmarkierung. Die hat was, ich meine, hier könnte man vielleicht auch noch eine Warnung, ich weiß nicht, wie das in echt ist, aber wenn, weiß, wenn man da an der Straßenrand steht und hier dieses Gerät rausnimmt und da fährt hier der Verkehr lang. Aber gut, wenn das in echt nicht ist, dann wird das auch im Spiel nicht sein. Und das finde ich auch gut so dann. Ja. Das zu dem Fahrzeug und dann müssten wir jetzt durch sein. Jupp, wir sind durch, das ist der ELW wieder. Dann sage ich euch, ach, eins muss ich zeigen, man kann schon Texturen gestalten. Zum Beispiel ist hier auch eine Beispieltextur gleich drin. Das Blue Squad. Sieht fast aus wie das TRW. Als Beispieldatei dient diese Datei einfach, dass man sieht, wie die Dateien aussehen müssen, wenn man selbst Texturen erstellt. Das kann man nämlich mit diesem Showcase auch schon machen. Die sollen dann auch später im Spiel verwendbar sein. Wenn man die jetzt quasi hier schon in den Workshop hochlädt, was man hier machen kann mit Upload, soll man die dann später auch im fertigen Spiel benutzen können. Also es gibt den Blue Squad bisher nur für ein paar Fahrzeuge. Das hier sieht ziemlich merkwürdig aus mit dem roten Leiterpark und dem blauen Fahrgestell. Ja.
Ja, und das ist halt. Also man kann hier schon texturieren. Und der Link zu dem Ganzen, das ist auf Steam kostenlos erhältlich, findet ihr in der Videobeschreibung, falls ihr schon Texturen machen wollt. Ja, und ansonsten kann man sich hier so ein bisschen die Umgebung angucken. Ich hoffe, dass das nicht die finale Spielgrafik ist. Wenn ja, fände ich das schon ein bisschen armselig. Aber was mir aufgefallen ist, ich meine, ich weiß nicht genau, wie nah man dem Ganzen war, damit dass das ausgeblendet wurde. Im ersten Teil wurden ja das Fahrzeug innerhalb einer gewissen Entfernung ausgeblendet. Wenn das jetzt hier so bleibt, dass es auch auf die Entfernung durchsichtig bleibt, das Glas, fände ich das sehr toll. Aber wie gesagt, das war es jetzt auch schon alles zu diesem Showroom, den es gibt. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal hier bei Klingo Games.